Ja, hallo alle miteinander. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier mal ein bisschen weitermachen. Dup, 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 dup. Mal gucken, jetzt haben wir da. Ich bin am überlegen. Irgendwie war kurzfristig war. Ja, kurzfristig war alles weg. Ja, nee, jetzt ist wieder da. Genau. Wir wollten hier die Arena da weitermachen. Ich war jetzt gerade dabei, den oberen Bereich zumindest hier vorne erstmal zu entwerfen, damit wir einen ungefähren Eindruck davon haben, wie das denn aussehen könnte. Und ich glaube, wir werden eventuell das Ding hier versetzen müssen. Das kann sein. Oder aber. Ja, sehr, sehr geil. Doch, gerade so ein, zwei Ideechen gehabt und ich hasse Raupen. Hier, stirb, Raupe, stirb. Weiß nicht so viel davon. Scheiß Maden. Genau, platt gemacht. Ist, oh, na, tolle Wurst. Kaum bin ich aufgestanden, bin wieder in meiner Welt. Wird es dunkel. Schön. Nicht, nein, nicht schön. Übrigens, ich hatte das jetzt vor kurzem erzählt, dass Minecraft, ja. Nein, Minecraft nicht, aber es hört sich hier nicht an. Es hört sich Microsoft-mäßig an. Und zwar, dass Microsoft doch 6000 Leute entlassen will. Da hatte ich ja noch gesagt, laut dem, was da ein Insider anscheinend ausgeplaudert hat, sollte das Ende dieser Woche bekannt gegeben werden. Es ist jetzt so, dass es offiziell gemacht wurde, aber es sind nicht 6000, es sind 18.000 Leute, die entlassen werden bei Microsoft. Und das ist heftig. Gut, jetzt ist es nicht nur in einem Land, sondern weltweit, aber trotzdem 18.000 Leute, muss ich das mal überlegen. Die meisten Kleinstädte haben so um die 18.000 Einwohner oder was weiß ich, so 20.000, 30.000. Wenn davon dann, was weiß ich, so bei 20.000 Leuten fast alle arbeitslos sind, das ist schon echt mega, mega krass. Es ist heftig, klar, man hat zwar gesagt, man wird Abfindungen zahlen und man wird den Leuten helfen, woanders unterzukommen, aber diese Umstrukturierung des ganzen Personals. Man war ja sogar kurzfristig daran oder zumindest am Grübeln, ob man die Sparte der Xbox, ja, diesen Teil der Firma, ob man den ausgliedert, ob man den verkaufen sollte oder halt zumindest als eigene Firma so gründet, als Art Tochtergesellschaft, richtig, die dann halt extern und mit eigenen Mitteln klarkommen muss. Zum Glück hat man sich dagegen entschieden. Denn ich glaube, das wäre das Todesurteil auf Dauer gewesen. Das, weiß nicht, dann hätte man es auch gleich wieder Sega geben können. Die hätten garantiert gewusst, wie man schlechte Werbung macht. Also nicht, dass jetzt nicht denken, hier von wegen, mag Sega nicht. Nein, ich liebe Sega über alles. Ich würde mich über nichts mehr freuen, als wenn Sega irgendwann wieder sagt, von wegen, hey Leute, wir haben uns so weit erholt, weil die immer noch meiner Meinung nach am Kränkeln sind. Sie sind noch lange nicht da, wo sie früher waren. Wenn die mal irgendwann wieder sagen, hey, wir machen jetzt doch wieder eine Konsole, denn was Konsolen und deren Technik anging, waren sie allen anderen immer voraus. Sie haben immer das Innovativere gesucht, mehr auf Risiko gesetzt, dabei muss man ganz ehrlich sein. Aber naja gut, okay, dann halt nicht die Masse damit ansprechen können, aber die Leute, die es mochten, sind halt ins begeistert und treu ergeben bis zum Untergang. Ja, also deshalb so. Ich weiß nicht, was das soll. Also, ist egal, ich brauche jetzt nicht drauf rumreiten, denn immerhin haben sie es ja nicht verkauft, aber es wäre schon echt mega, mega heftig gewesen, ja. Stell dir das mal vor, denn Nee, man mag sich das gar nicht vorstellen, das wäre ja grausamst. Ja, das ist halt so dieses Problem, ne? Wenn dann umstrukturiert wird, dann gibt es da einen neuen Chef und der will dann halt erstmal zeigen, dass er den ganzen Laden reformieren kann, dass er Veränderungen machen kann. Meistens, das ist sogar wirklich so, wird einfach nicht unbedingt aus Logik oder Sinnhaftigkeit dann irgendeine Umstrukturierung gemacht, sondern einfach nur geguckt, okay, was wäre am krassesten, was bringt am meisten diesen A-Effekt, um sich erstmal so ein bisschen die Spuren zu verdienen und den Leuten, den Alteingesessenen zu zeigen, oh, du pass auf, der macht nicht nur heiße Luft, der macht ernst.
Ja, deshalb hätte mich das auch wirklich nicht gewundert, wenn man dann doch gesagt hätte, wir verkaufen die Xbox-Sparte oder gliedern die aus. Denn das wäre ganz klassisch in diese Rubrik von wegen, ich zeige hier, dass ich Eier habe, dass ich Cojones habe, ja. Wäre das definitiv reingefallen. Das ist ganz klar so, dieses Schema. Aber zum Glück hat man da wo jemanden, der der Meinung ist, nö, ich habe das nicht nötig, ich weiß, dass die riesig sind, wie sonst was. Sehr schön, doch. Lobenswert an dieser Stelle, ja, ja. Es ist schlimm, es ist echt schlimm, warum die da, das ist so dieses ständige, ich muss zeigen, dass ich besser bin als die anderen, dass ich noch krassere Sachen, also, war ja eine Zeit lang mit diesen ganzen Firmenberatern, die zum Beispiel hier, was weiß ich, Telekom und Postbank, Deutsche Post, Deutsche Bahn und eigentlich so diese ganzen ehemaligen staatlichen Betriebe, die dann alle sich diese Firmenheinis geholt haben und die dann erstmal ganz radikal mit einem Rotstift rangegangen sind, gesagt haben, alles, was ihr habt, ist erstmal scheiße, ja, das ist alles Müll, das habt ihr jetzt jahrzehntelang gemacht, das ist alles Rotz, das ist Dreck, ihr müsst es alles abschaffen. Und die haben dann jede Menge Knete dafür kassiert und wir sehen ja, wie es den Firmen geht, ne? Telekom ging es zeitweise richtig dreckig, wobei auch immer nicht so gut. Vieles ist ausgegliedert, man hat sich jetzt mittlerweile auch allerdings erholt, muss man ja sagen, ne? Man konnte sich dann doch behaupten, nachdem, ja gut, müssen wir vielleicht anders anfangen, also da als damals das erste Mal angefangen wurde, dass andere Betreiber auch das Netz der Telekom nutzen dürfen, wo es dann dieses Urteil gab und bla, und die das jetzt vermieten, da war es ja dann so, dass die wirklich gekränkelt haben, vor allen Dingen nachdem halt manche dann ihr eigenes Netz geschaffen haben und zum Beispiel jetzt in gewissen Großstädten oder so. Ja, das hat denen sich zu schaffen gemacht, aber da die meistens nicht mithalten können, was gewisse Sachen angeht, meistens, ich sage extra meistens, wobei das auch nicht mehr so die Regel ist, weil viele günstiger sind, wobei man auch mal gucken muss, meistens ist dann doch irgendein Haken dran. Und der Service bei der Telekom ist einfach grottig. Also teilweise. Man muss sagen, mit dem Techniker war jetzt nicht schlecht. Ich bin ja leidvollerweise bei der Telekom. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich zu denen gehe, aber was willst du machen, wenn es nichts Besseres gibt, ne? Ja, nee, und ich kann mich nicht beschweren, also der Service vom Techniker her war in Ordnung, hat sich ausreichend gekümmert, hat sich auch hingekriegt, dass das alles funktioniert, ja, aber wenn man da anruft zum Beispiel, entweder das Glück und du wirst jemand wirklich Nettes, oder in 99,9% der Fällen hast du halt jemanden dran, der echt arschig ist und der seinen Job anscheinend hasst und Menschen hasst und einfach nur damit zufrieden ist, Kunden zu ärgern. Wobei ich sagen muss, nach der Odyssee, die wir hatten, der ein oder andere, der vielleicht schon länger zuguckt, der erinnert sich noch dran, ne? Anfang des Jahres, 8 Wochen ohne Internet, ja. Da hat man ja auch kennengelernt, dass bei anderen Anbietern doch noch ganz extremere Wesen sitzen. Menschen kann man dazu nicht sagen, finde ich. Ja, das war einfach zu krass. Das war echt, ja, kannst du machen nichts, kannst du nur gucken zu. Na, oder halt wechseln. Kannst du wechseln, ja, haben wir ja gemacht in dem Fall. So, wir müssen noch ein bisschen was weghauen, Leute. Ich dachte, ihm da lag was, aber das ist nur irgendwie, was ist das? Ein Grashüpfer oder so? Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, auf jeden Fall mit Microsoft, das finde ich echt scheibenkleistermäßig. Ich finde das echt schade, dass das da gemacht wird. Denn ja, letztendlich zieht sich das ja dann noch weiter. Also ich muss jetzt mal gucken, ich habe jetzt noch nichts weiter gelesen gehabt, in welchen Bereichen alles. Das wurde jetzt mehr oder weniger nur so kurz erwähnt. Ich werde nochmal nachschauen und gucken, in welchen Bereichen überall da die Leute halt wegrationalisiert werden. Denn es wäre schon interessant zu wissen, weil dann kann man auch ein bisschen Rückschluss gewinnen, okay, worauf weitet sich das dann noch aus? Weil letztendlich, wenn ich überall Leute wegnehme, ja, dann breitet sich das ja meistens auf die anderen Bereiche aus, die davon abhängig waren. Entweder gliedert man das dann aus und gibt es einen Subunternehmer, die für ein Apfel und ein Ei mit einer wahnsinnig schlechten Arbeitsqualität dann ein Produkt liefern oder eine Dienstleistung, ist ja auch ein Produkt. Oder stellt 1 Trillion Praktikanten ein, die alle für lau arbeiten und froh sind, dass sie irgendwo sagen können, sie machen bei Microsoft Praktikum. Ja, auch sowas gibt es. Es gibt viele Firmen, auch größere, die sich so behaupten. Ist eigentlich schade, ne? Ich verstehe das immer nicht.
warum das sein muss. Ich finde sowieso, das mit dem Praktikum an sich ist ja eine geile Idee. Ja, wenn man das so überlegt, aber völlig fehlinterpretiert von den Firmen. Denn eigentlich ist es ja dazu gedacht, dass die Firma und derjenige, der das macht, einen Eindruck davon gewinnen kann. Also hauptsächlich erstmal die Firma so ein bisschen. Aber das ist ja jetzt zur puren Ausbeuterei geworden. Ja. Tja, was soll's. So, das sieht doch schon ganz in Ordnung aus. Dann können wir eigentlich, warte mal, wir machen hier drüben erstmal auf der anderen Seite. Ziehen wir erstmal hier die Mauer hoch. Genau. Ja, da habe ich noch ein paar. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir da oben schon mal so ein bisschen anfangen. Ich weiß ja noch gar nicht. Ach du Scheiße. Ja, wie tief das werden soll. Es soll ja so ein bisschen etappenmäßig werden. Also pass auf, so ein paar Sitze, dann kommt ein Gang, ja, so ein Mittelgang, wo die Leute langlaufen können. Dann kommen wieder so ein paar Sitze, aber... Ja, wir schauen mal. Das wird irgendwie schon... Hier treppenmäßig das Ganze bauen, damit wir erstmal von A nach B kommen. So, ja, genau, das sieht auch gut aus. Und dann geht's auch schon los. Wir haben ja das Problem mit dem... Ach nee, haben wir ja nicht. Haben wir ja nicht, weil... Ich ja das nehmen wollte. Genau, die wollte ich übereinander packen. Und dann wollte ich Glasscheiben nehmen. Genau. Das ist nur die Sache. Hier brauchen wir... Warte mal, Glasscheiben, wenn wir die über Eck setzen. Das geht auch, ja. Das sieht sogar geil aus. Ah, sehr gut. Und dann setzen wir kein Hähnchen dahin, sondern das hier. Schon unverschämt gut zu wieder. Denk, grübel. Ich muss eigentlich ins Bett hier. Mist, verdammt. Weil ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht das Ganze dann doch nicht oval halten, aber ja, doch irgendwie schon. Aber ich möchte eigentlich gerne das nicht so glatt haben. Das wäre schon wieder doof. Dann ist das hier so eine glatte Wand. Das gefällt mir nicht. Das heißt, das werden wir gleich nochmal umändern, während ich hier kurz in den Freitod springe. Juhu, yay! Und schnell rinnen ins Bettchen. Ja, sehr schön. Nee, ich glaube, wir werden das so machen, wie wir das hier haben. Ja? Hier haben wir nochmal Treppen abstehend. Und dann werde ich, glaube ich... Ich bin mir jetzt echt nicht... Wir müssen das ausprobieren. Wir müssen das jetzt einfach ausprobieren. Ob das alles funktioniert oder nicht. Richtig sicher bin ich mir jetzt eigentlich nicht... Jetzt habe ich mich gerade selbst verunsichert, sozusagen. Okay, das heißt, ich werde, glaube ich, doch, das bleibt erstmal so. Das ist schon so in Ordnung, das ist okay. Und dann machen wir erstmal so hier, genau, das ist auch in Ordnung. Und dann so. Okay, gut. Das heißt, dann setzen wir das hier hin. Und... Dann, genau, so. So, jetzt mal gucken. Hier wird's schwieriger. Verdammte Axt. Wie macht man das jetzt? Wenn ich jetzt das hier so handhabe... Ja, dann kommen wir nämlich genau da raus. Brauche ich hier umgedrehte Treppen. Können wir eigentlich gleich die nehmen. Ja, nehmen wir einfach die. Passt ja an der Stelle schon. Und dann... wie mache ich das da? Das ist so eine Sache. Wir gehen ja jetzt praktisch den Weg, dass ich das hier... glatt mache, also begradige an der Stelle für die Ebene hier oben. Das ist eigentlich ganz wichtig, dann macht sich das auch einfacher mit den Tribünen. Ups, habe ich noch mehr? Nein, ich habe nicht noch mehr. Ja gut, okay, es lässt sich ja auch herstellen, ist ja nicht so dramatisch. Okay, das heißt, du gehst hier weiter, ja. Machen wir hier einen hin, dass es nicht zu durchgängig ist. Mhm.
Mal gucken, wo ist denn das? This is by, keine Ahnung was. Verdammt. 1, 2, 3, 4. Genau, das ist. Jetzt habe ich die. Ne, ist nicht richtig. Ich dachte schon, gerade eben, es wären die falschen Steine. Das heißt, es ist dann hier. Genau, 1, 2. Dann habe ich. Wie viel waren das? 4 Stück, ne? Ja, genau. Doch, 4. Mhm. Setzen wir die nochmal hier dran. 1, 2, 3, 4. Ah, okay. Hat sich das sogar ganz gut gepasst. Wir haben hier, glaube ich, haben wir da eine ungerade Zahl? Ich weiß gar nicht. Wir zählen mal kurz ab. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, sehr schön. Eine ungerade Zahl. Sehr gut, sehr gut. Jetzt will ich allerdings mal sehen, wie das von unten aussieht. Aber halt, wir machen erstmal das hier genau. Das können wir nämlich damit machen. So, dann fällt das nicht so doll auf. Ich hoffe es zumindest, dass das jetzt geht. Deshalb war es auch ganz wichtig, dass wir das noch höher gemacht haben, ja. Und dass es ein bisschen versetzt ist, dann kommt das, glaube ich, ganz gut rüber. Man kann natürlich sonst ja auch noch versuchen, Glasblöcke einzusetzen in den Boden. Wobei, hier sind die ersten Tribünen. Da wird es schwierig. So, dann kurz mal hier wieder. Düpp, düpp, genau. Schön hier an der Seite auch so weit. Wow, das war knapp. Das war knapp. Und ich brauche definitiv so viel Glas. Das wird episch viel werden. Das kann sein. Ja, doch, doch, das sind 4 Stück. Okay. Oder ein Zeichen, hä? Anscheinend. So, brauchen wir noch 2 Treppen an der Stelle. Das sieht schon cool aus. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt gleich von unten ausschaut. Natürlich wird es episch aussehen. Wie, was denn auch so ein... So, ja, glatt die Knochen gebrochen. Und ganz ehrlich, sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Ja, natürlich sieht das geil aus. Wenn wir uns jetzt noch überlegen, dass dahinter dann praktisch mehr oder weniger die ganzen Tribünen sitzen und man die dann von hier aus sehen kann. Ja, das geht einmal ringsrum. Es wird schon genial werden. Jo. Sehr schön. Habe ich hier noch? Ne, da habe ich keine mehr. Das heißt, wenn wir mit denen hier nochmal welche basteln. Sehr schön. Ich bin am Überlegen, wir werden, ja genau, wir werden eine Reihe auf jeden Fall frei halten und dann kommen hier die Holzbänke hin. Also auf jeden Fall ist bei unserem Haupthäuschen was und ich bin der Meinung, irgendwo haben wir auch Schwarzeichenholz. Ne, es ist hier bei dem was hier. Eichenholz. Gut, wir haben jetzt relativ viel Eichenholz. Da kann ich mich schon mit tot werfen hier, aber.
Das ist natürlich doof, weil ich brauche eigentlich. Ja, weil ich habe gerade überlegt, es macht keinen Sinn, jetzt hier dann Buche, sage ich schon, Eiche zu nehmen. Die normale Eiche. Schwarzeiche sehe da, glaube ich, cool aus, wenn wir das hier sehen, ne? Ja, doch, dann versuche ich mal davon was zu organisieren. Ich muss mich bloß erst zurückziehen, denn mein Programmchen, wie gesagt, die Aufnahme ist vorbei. Also schade, jetzt gerade bin ich so richtig im Bauwahn förmlich, ja. Und dann wird man jedes Mal ausgebremst durch die Länge der Aufnahmen. Ich glaube, ich habe gerade ein Ei aufgenommen. Legst du hier einfach Eier rum? Hier kannst du wieder haben. So, bäh. Bin voll fies hier, ne? Das arme Huhn. Naja, ist nicht so gut. Mag sowieso keine Freilandhühner. Beziehungsweise deren Eier. Nur Käfighaltung. Nein, gibt's ja gar nicht mehr. Bodenhaltung nennt sich das jetzt, glaube ich, ne? Na, ich habe keine Ahnung. Ja, ist auch egal. So, nun gut. Ich verabschiede mich an der Stelle. Wir sehen uns dann ja morgen wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.